Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Das sieht richtig gruselig aus, wie Colette hier voll kopflos dasteht. Deswegen gehen wir mal rein. Ja, wir haben in der letzten Folge, wo ist das Ding? Geh weg. Die letzte Teufelswaffe, meine Güte, wo ist der Eingang? Hier. Die letzte Teufelswaffe gefunden, den Stab des Chaos oder irgendwie sowas, ne? Herz des Chaos, okay. Und ich möchte die Konstellation bitte haben. Wir sollten ein bisschen im Tempel der Dunkelheit aufsuchen, nachdem wir die letzte Waffe gefunden haben. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rein. Wahrscheinlich müssen wir ganz nach unten latschen, ne? Wahrscheinlich kommt irgendein sauschwerer Kampf jetzt. Also, yay! Na gut. Wenn ich ja an Tales of the Abyss schon wieder zurückdenke. Ja, mal gucken. Hör auf, wir hätten noch das Cameo-Team probieren können. Ich Idiot. Aber wie geht das mit Dingen denn ab? Lass mich doch auf den Arm nehmen, ey. Oh, holt mal die Waffe an. Mein Gott, sieht das geil aus, das Ding. Mein Gott, was sind das denn für Soundeffekte, die da kommen? Ich mit dem Ding zuschlag. So, ich könnte noch mal hier speichern, aber das mal hat. Nein, da. Obwohl, bis da was kommt, speichern wir hier. Vielleicht nicht, egal. Verdammt. Egal, selbst wenn ihr irgendwie mit der Aufnahme was nicht stimmt. Ich bin ja. Muss mal kurz gucken. Habe ich überhaupt noch genug Platz? Ja. Muss schon sagen, ich habe noch. Letztens irgendwie nicht so viel Platz gab auf meiner Festplatte, habe ich jetzt mal ganz kurz drüber geguckt. Aber ich habe noch ein bisschen für ein, zwei Parts. Ah. Oder nee, ich kann mir vorstellen, wo das sein könnte. Ne? Da ist bestimmt hier oder. Wollt ihr eigentlich? Guck ich mal an, was ich drauf habe. Guck mal den Angriff an. Wusch. Irgendwann können wir auch noch mal versuchen, in die Unterwelt einzutauchen. Aber heute wahrscheinlich nicht mehr. Weil ich kann mir vorstellen, das wird ein bisschen länger dauern. Ey. Einfach keine Chance gegen uns. Guckt euch das an. Bams, er wird zerstört. Ja, genau so. Judgmento. Judgmentos. Da sind wir da. Egal. Ja, ich glaube, wir müssen doch noch ganz unten. Okay. Weil das sah auch schon immer so verdächtig aus. Ich werde vielleicht mal die Waffe hier de-equippen. Wahrscheinlich müssen wir wie die irgendwie so, keine Ahnung, alle präsentieren oder so. Warte mal, ich. Antiker Stab. Antiker Stab, heiliger Stab. Und Stab. Okay, der die meiste Intelligenz hat. Na gut. Wird nicht gut ausgehen, oder? Wir werden voll aufs Maul bekommen, habe ich so ein Gefühl. Hey. Ja, da flüchte ich jetzt tatsächlich doch jetzt mal gar nicht ein. Eins. Ja, so mächtig sind wir. Ah. Na gut. Ja, Speicherpunkt. Speichern wir mal hier. Muss ich mir den ganzen Weg hier rausrennen, aber egal. Ich bin schon wieder lange speichern, verdammt. Ich frage mich, ob wir stark genug für die Unterwelt sind, weil ich habe keinen Bock noch weiter zu trainieren. Ich bin schon stark genug irgendwie. Ich glaube, mir ein bisschen zu lange. Da ist er doch. Hi, was geht? Ich habe auf euch gewartet. Gebt mir bitte die Waffen der Finsternis. Endlich liegen alle Teile wieder vor mir. Das ist das Necronomicon.
Warum hat er das verbotene Buch der Finsternis bei sich? Warum wohl? Er will uns jetzt fertig machen. Ich spüre etwas. Das ist also die Macht des dunklen Lord Nebelin. Was geht hier vor? Das Necronomicon soll Zaubersprüche enthalten, die Tote zum Leben erwecken können. Er wird doch nicht... Doch. Nebelin wurde soeben zum Leben erweckt. Die Macht Nebelins wird diese Welt im Reich der Finsternis verwandeln, wo das Böse regiert. Du hast uns angelogen. Verflucht soll zu sein. Das lasse ich nicht zu, dass du so einfach davon kommst. Wer sich uns in den Weg stellt, wird in die ewige Finsternis gerissen. Was bist du denn für ein Super Saiyajin? Ja, bisher, ne? Rain, ja, Rain. Ja, ne, ist klar! Ich glaube, ich habe auch gar nicht irgendwie so ausrüstungsmäßig. super. Weiß ich nicht. Ja, komm, den Kampf. Wenn wir ihn schaffen, gut, wenn nicht. Au! Wäre natürlich richtig gut, wenn wir jetzt gewinnen würden, ne? Hey, du, auf damit. Bams! Ah, ne, ich habe ja geändert, verdammt. Ah, verdammt. Ja, da habe ich ja auch geändert, Mann! Okay, so möglich scheint er aber nicht zu sein. Au, Raging Beast, ey. Hat er gerade die Schwerter von Lloyd benutzt, also die Nebelim? Oh nein. Au. Au. Nein, nicht auf mich. Und da geht Rain. Ja, mach ich drüber. Wo sind die Dinger? Bin ich blind gerade? Ja. Ja. Auf damit! Die Flammenlanze, was ist das denn? Oh, sehr gut. Und das waren die Chakrams von Colette. Tja, ich kann zum Glück von meinen Angriffen ja einpacken. Nix da. Oh, oh, war gar nicht auf mich. Okay. War kein Problem. Oh Gott. Geht er jetzt richtig ab oder was? Habe ich eigentlich ein Allesteiler so um mich? Ja, habe ich sogar. Falls es ganz übel wird. Oh Gott! Nein, ich würde mich davon erfassen. Oh, dann mache ich es mir eben selber. Ja, eigentlich gut, wenn Zellos im Dings gehen würde. Overlimit. Oh, Revitalisierung, sehr gut. Ach, da war gar nicht gegen mich. Bei mir haben wir nur Magier, das ist nicht gut. Leck mich. Er tut echt weh. Also ich würde es nicht überraschen, wenn wir abtrecken würden, aber trotzdem. Oh. Oh, was ist denn los? Hilfe! Was? Normale Ahnung, irgendwas habe ich gemacht. Ich komme gar nicht dazu, ihm irgendwas zu machen. Er hat gerade Dings eingesetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Rain ist immer noch tot. Ma. Ich brauche ein anderes Team, ganz ehrlich. Oh nein, nicht da rein. Verdammt. Hilfe! So gut, Mann! Boah, der hat schon. Boah. Boah, am Anfang lief er doch noch halbwegs. Oh, Resurrection, sehr gut. Ja, gib mir. Oh, Zellos ist gleich im Overlevel, sehr gut.
Mann, hör auf mit dem Dreck. Zellos, setz Judgment ein. Das ist das Letzte, was du tust. Und Colette, du heilst Zellos ganz schnell. Wird er nicht verreckt. Ich kann ihn wenigstens während meinen Angriffen erst dann. Los, Mystic Art, Mystic Art. Sehr gut. Sehr gut, der hat richtig gebracht. 13.000. Oh, was zum Teufel ist das denn? Oh, oh. Nee, den Kampf habe ich irgendwie schon aufgegeben. Ja, okay, ist gut. Ah. Ein anderes Team. Aber ich finde den Typen nicht unmöglich. Außer danach kommt noch irgendwas, dann bin ich tot. So, versuchen wir halt doch nochmal, oder? Mit sehr schönen neuen, weiß ich nicht, so und so. Aber wir nehmen mal Leute hier rein. Dann anstatt sie ihn, ihr könnt ja auch theoretisch eine Mystic Art einsetzen, ne? Tempo, sie nicht Tempo, sie hat Tempo, ja, hier nimmt das schnell. So, ja. Okay, versuchen wir halt mal. Zur Not kann man alles Teiler noch einsetzen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Aber langsam kommt so die Zeit, in der wir die einsetzen sollten am besten. Ja, die haben alle ausgerüstet. Dann speichern wir das mal. Und versuchen wir nochmal gegen den Typen zu kämpfen. Würde ich auch gerne ein bisschen überziehen. Aber auf jeden Fall bei Presser, ja. Ist ja klar, ne? Und dann kommt noch so ein Penner. Habe ich für irgendjemanden ein mystisches Symbol ausgerüstet? Ja, bei ihm, sehr gut. Er braucht das. Muss ganz schnell Zauber auf ihn drauf ballern. Ja, ich habe auf dich gewartet. Für Waffen der Finsternis ausgegeben. Boah, alle Teile sind komplett. Oh, das Necronomicon. Warte, du bist böse. Warte, du bist ein Super Saiyajin. Boah, Nebelin kommt zurück. Boah, wir halten nicht auf. So, du machst uns jetzt fertig. Okay. Die Tiger Rage. Ah. Ja, dann befällt mir halt ein. Ja, das wollte ich nicht machen, aber. Komm mal her. Das ist jetzt sehr, sehr bitter. So, komm her. Hilfe, Hilfe. Ja, toll, wir haben die. Unisono vermasselt. Aber jetzt mit zwei physischen Kämpfern können wir ihn richtig besser ketten. Ja, außer wenn ich voll daneben haue. Und wir haben jetzt schon voll viel AP abgezogen. Sagt sehr gut. Indignation! Ja, gar nichts für. Wer, der? Nein. Das ist ein Kopfschub. So gehe ich eigentlich auf ihn los. Ah! Das Gefühl wird immer stärker. Und wahrscheinlich hat er noch eine Form oder so danach, ne? Weil ich richtig doof finden würde. Ah! Weil das unisono am Anfang nicht geklappt hat. Das ist so bitter. Ah, das trifft auf jeden Fall, oder? Nein.
Mann! Bleib er hier! Oh Gott. Oh, der trifft jetzt, ne? Sehr gut. Die Beast, ich habe auch Beast. Hör mich mal auf. Boah, da war knapp. Leute, geh mal auf ihn los. Ich habe ihm übrigens wieder die Waffen von Kratos und Dingens gegeben. Weil warum nicht? Oh nein, das wird jetzt sehr wehtun. Ey, der Angriff, ne, der ist so bitter. Warum dieser Angriff? So, geh mal auf mich los. Ich kann das ab. Oh, The Resurrection, sehr gut, Rain, du bist die Beste. Ah, ja, ja. Genis, Rain. Einmal dein Bruder. Muss ich nur mal drauf kommen, ihn anzugreifen, ey. Okay, ein paar Dinger war das aber wert. Ein paar Angriffe. So, halt dich mal. Nein, sind ja schon wieder im Kraftschub. Wie Explosion. Fuck. Ey. Boah, sehr gut. Boah, sehr schlecht. Jetzt geht er auf Dings los wieder. Boah, meine ganzen Zitrusgele. Ja, die Mystic Art von Leuten werde ich nie im Leben einsetzen können. Oh ja, ich habe ja auch nicht den richtigen Titel, glaube ich, ausgerüstet. Ich brauche einen bestimmten Titel, glaube ich. So, jetzt müsste ich ihn am besten mal mit meinem Unisono treffen. Komm mal her. Was? Ich habe ihn noch getroffen. Oh Mann. Ah. Ich kann nicht so viele Zitrus-Gele hier verballern. Oh Gott. Revitalisierung, ja. Ah, danke. Oh, geil. So, komm, ich kette dich mal ein bisschen. Ja, oder auch nicht. Sehr gut, Zyklon. Mach was. Nicht gesehen, irgendwann mit 17.000, glaube ich. Komm schon. Wäre so geil, wenn wir den jetzt schaffen würden. Boah, ich habe gleich mein Overlimit vor. Was machst du dann? Oh nein. Oh, da war knapp. Was euch freck. Oh, so viele Items, die verbraucht wurden. Sie sind ja schon wieder im Kraftschub, Mann. Aber ich bin auch gleich im Kraftschub. Was machst du dann? Leute. You may wanna hear. Oh, Nurse. Sehr gut. So, jetzt bin ich mit Kraftspart. Machst du jetzt? Komm her. Komm schon, den müsstest du jetzt weghauen, oder? Sehr gut. Bitte sag mir, der hat nicht noch eine Form. So wenig Erfahrungspunkte. Maximal KP erhöht. Sehr gut. Oh! Haben wir ihn besiegt? Abyssion-Zerstörer. Wow, was zum... Er ruft nach mir... Nebelin, er möchte unsere Seelen verschlingen und uns in Kreaturen der Finsternis verwandeln. Die Einsamkeit und Isolation dieses Mädchen ist die passende Finsternis für meinen Körper. Bisher, Leute, Bisheras Körper ist besessen. Das Necronomicon, wenn wir es irgendwie... was habe ich gerade eben gemacht? Nicht wichtig, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich habe euch wieder Probleme bereitet, es tut mir leid. Nein, Presser, die Waffen der Finsternis waren das. Es war nicht deine Schuld. Ich zeige dir, was wir mit diesem Ding tun sollten. Nein! Das wertvolle Necronomicon, das ist einmaliges Forschungsmaterial.
Professor. Was er den Titel Einsame Seele. Okay, und das war's dann. Nehme ich an. Okay. Irgendwann haben wir den Typen geschafft. Eine Leere in ihren Herzen. Sie wird gefüllt nicht mit Dunkelheit, sondern mit der Güte anderer. Schon wieder auf alles. Ich besorge für die 100er Titel bringt's aber. Ich muss noch nicht mal ein Allesteil einsetzen. Sehr gut, ne? Gut. Was habe ich überhaupt bekommen jetzt? Ich habe immer mit Speed-Dingens oder so. Apokalypse. Ach, jetzt habe ich die alle wieder bekommen, aber ich. Speedstiefel, Stiefel, die Geh- und Kampfgeschwindigkeit erhöhen. Hyperhandschuhe gehörten einst einen legendären Helden, erhöht die Treffsicherheit. Ja, gucken wir mal. Hyperhandschuhe. Boah, was? Nee, aber ihr bekommt die ganzen Eisendinger. Also, das hat hier niemand. Verteidigung und so. Ja, lassen wir mal. Bin jetzt stärker geworden. Nö. Pff. Nun? Jetzt haben wir die Dinger wieder zurück und was jetzt? Keine Ahnung. Speichern wir mal. Vielleicht kommt er irgendwie, wenn wir hier am Ausgang oder so sind, nochmal wieder. Er wäre richtig doof. Egal. Ich würde dann jedenfalls sagen, ich beende den Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.